auswerten, aber sonst ist es groß und fest. Cool. Oh, das ist ja was Neues. Eine Bachelor-Konferenz. Aber was ist eigentlich eine Bachelor-Konferenz? Du kannst das mal scannen, dann wissen wir mehr. Jetzt. Oh, die haben schon eine fertige Website. Das schaut eigentlich echt gut aus. So. www.bachelorkonferenz.de. Für wen ist es denn? Für das 5. und 6. Semester. Und was muss man mitbringen? Man muss einen 15-minütigen Vortrag halten oder ein wissenschaftliches Poster vorstellen. Was ist dort geboten? Es ist eine dreitägige Konferenz mit Bachelor-Vorträgen. Mit Workshops zum wissenschaftlichen Arbeiten. Mit einer Poster-Session. Und Gastvorträgen. Wer spricht da überhaupt? Herr Matthias Beller, Reinhard Brückner, Florian Kraus und Walter Hübsch. Brückner, den kennt man doch vom OZI-Buch, oder? Naja, aus dem 3. Semester. Wie funktioniert die Sache? Es gibt 50 Plätze und wer zuerst kommt, malt zuerst. Aber auf die Qualität kommt's drauf an. Der Anmeldeschluss ist der 6. Februar. Und das haben wir gemacht! Also ich habe im Praktikum fluoreszierende Farbstoffe untersucht. Gut, dass ich das Protokoll noch habe. Es könnte die Basis für meinen Vortrag bilden. Ich habe jetzt die Daten fertig ausgewertet. Danke. Ich habe in meinem Wahlpflichtmodul schwach koordinierende Anionen synthetisiert. Aus meinem Modulbericht lässt sich bestimmt ein spannender Vortrag erstellen. Hallo. Ich würde gerne meinen Modulbericht abgeben. Im F-Praktikum habe ich Pulverdiffraktogramme aufgenommen. Im begleitenden Seminar habe ich bereits ein Poster erstellt. Konferenz. Angekommen in Regensburg. Wie funktioniert denn eigentlich die Anmeldung? Man schreibt was über sich und die Unterlagen nicht zu vergessen. Also eine Postervorschau oder die Zusammenfassung eines geplanten Vortrags? Ja, genau. Wichtig ist, der fertige Vortrag kann, muss aber nicht dran geheftet werden. Es ist auch noch Platz für andere qualifizierende Unterlagen. Über mich. Mein wissenschaftliches Interesse. Meine Ausbildungsrichtung. Eventuelle Zusatzqualifikationen. Oder soziales Engagement. Wie zum Beispiel in der Fachschaft. In welchem Semester studiere ich? Idealerweise im 5. bzw. 6. Fachsemester. Meine Bewerbungsunterlagen, meine Vortragszusammenfassung, alternativ natürlich auch ein Posterentwurf. Weitere Unterlagen könnten sein ein Vortragsentwurf in PowerPoint dann, eine GDCH-Urkunde, oder auch eine Liste der Literatur, die ich besonders interessant finde. Mein Studienort, mein Name und meine E-Mail-Adresse. Und dann absenden.